Willkommen zurück zu Need for Speed Undercover mit mir, dem Hexacore, und ich weiß nicht, warum ich gerade so schnell rede. Egal. Ich sehe gerade unten links, dass wir schon Stufe 4 sind. Das bedeutet, es wird mal wieder Zeit, um den scheiß Wagen ein bisschen umzulackieren. Und zwar möchte ich diesen blöden Chrom, diese Chromlackierung weghaben. Lack 1 für. Ich weiß nicht, was hatten wir gerade? Chrom, ne? Komm, machen wir mal matt. Nein! Und wie das jedes Mal 1500 Ocken kostet. Verdammte Scheiße. Fahren. Okay, jetzt wollen wir noch so ein paar Ocken dazu verdienen, damit wir uns endlich einen neuen Wagen kaufen können. Mal gucken, ob mir das irgendwann nochmal gelingt in den nächsten 8 Jahren. Da werden wir jetzt aber mal sehen. Ha! Ladescreen. Ich habe gerade keine Ahnung, warum das Spiel schon wieder so laut ist. So. Mal. Yeah. Dieser Blödhammel mit seinem Pontiac, ey, das geht mir so auf die Nüsse, dass er mit dieser Scheißkarre so schnell ist. So. Ui. Oh nein, an dieser Stelle will ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Denn hier hat das schrecklichste Rennen aller Zeiten stattgefunden. Ne, jetzt hier links war das gewesen. Ja, mir ist leider Part 16 abhanden gekommen. Das habt ihr sicherlich schon gemerkt. Oder auch nicht. Wahrscheinlich eher weniger, aber egal. Ja, das ist einfach beim Kopieren passiert. Und zwar wollte ich das auf meinen Stick kopieren, weil ich das halt immer auf meinen USB-Stick habe, alles. Damit ich das alles schön geordnet habe und genug Platz auf meiner Platte habe. Ja, und dann ist halt einfach mal gemeint, der USB-Stick sich einfach von alleine selber quasi rauszuwerfen. Und dass er dann halt nicht erkannt ist, der Stick. Dann ist halt der Kopiervorgang abgebrochen und dabei ist halt die Datei kaputt gegangen. Weil ich habe halt gedacht, ja, kann eh nicht passieren. Warum soll das Ding kaputt gehen, ne? Also was soll der Stick schon großartig machen, dass, ja, dass das hier, dass das alle abkackt. Okay, habe ich gedacht, dann schneide ich den Kack halt aus. Also hier Rechtsklick statt kopieren. Habe ich halt ausschneiden gemacht, dass das halt da, wo ich das weghaben will, direkt auch weg ist und nicht immer noch da ist. Also halt keine Kopie, sondern dass ich halt das Original einfach woanders hinschiebe. Ja, das habe ich halt gemacht. Und ja, ich konnte es dann halt nicht retten. Es war weg. Wie vom Erdboden verschlungen. Beziehungsweise es war da, es ließ sich aber nicht mehr öffnen. Und auf meiner Platte war halt nicht mehr, sondern nur noch auf dem USB-Stick. Und das ist natürlich echt scheiße. Ehrlich gesagt. Wenn man das mal so sagen darf. Ja. Und deswegen fehlt Part 16. Ich habe die Nummerierung so gelassen, wie sie ist. Das heißt, Part 15 ist halt immer noch Part 15 und Part 16 gibt's halt nicht und ist halt quasi übersprungen und jetzt ist dann halt Part 17. Aber ich habe da in die Videobeschreibung hatte ich hereingeschrieben, dass beim Kopieren was viel schief gelaufen ist. Also müsste hier eigentlich jeder gecheckt haben, warum oder wieso das halt, ja, wieso das halt fehlt. Und ja, das ist leider schade, dass das fehlt, weil ich glaube in diesem Part habe ich nämlich Scheiße, das ultimative Kackrennen geschafft, wo ich bestimmt 8 Parts dran gesessen habe, so ungefähr. Und irgendwie kommt mir der Typ da hinten gefährlich nahe. Aber einholen wird er mich nicht mehr. Denn das Ziel ist in greifbarer Nähe. Und er hat es nochmal verkackt. Gut. Zack. Ich probiere nochmal das Checkpoint-Rennen, mal gucken, vielleicht schaffe ich es ja jetzt. Ja. Das ist halt der Grund, warum Part 16 fehlt. Ich wollte es jetzt halt nochmal genauer und ausführlicher sagen, weil ja die Part 17, 18, 19 sind halt noch von der gleichen Aufnahme wie Part 16.
Und deswegen habe ich das jetzt halt einfach nochmal wiederholt. Damit man da nochmals Bescheid weiß. Ja, das soll, wollte ich halt nur gesagt haben. Zu dem Thema. Und ja, jetzt denke ich mal, können wir uns mal wieder auf das Spiel konzentrieren. Denn das komische scheiß Checkpoint-Rennen hier haben wir die ganze Zeit nicht geschafft. Und ich gehe davon aus, dass wir es auch jetzt wieder nicht schaffen werden. Aber ich gehe jetzt einfach mal optimistisch an die Sache ran und nicht wie ein Pessimist. Oh, ich schaffe das sowieso nicht. Oh nein, ich bin schon wieder außen rum gefahren. So ein Scheiß. Gut, dann werde ich das Ganze mal wieder ein bisschen rausholen, indem ich jetzt mal richtig auf die Tube drücke. Alter. Ihr könnt mir gar nicht glauben, wie froh ich bin, wenn ich endlich eine Stufe 2 Auto habe. Guck mal, wieso bin ich so langsam? Das kotzt mich ja irgendwie an, dass ich so langsam bin. Ja, kommt einfach nicht aus dem Quark, der Wagen. So. Ich hätte jetzt schon beinahe gesagt, dass wir bald am Ende sind, aber das stimmt ja noch überhaupt nicht. Wir sind noch lange nicht am Ende. Also ich glaube eigentlich das erste Mal, also was heißt das erste Mal? Also die ersten Mal, wo ich es gespielt habe. Ich glaube, da war ich am Ende so, also Fahrerlevel irgendwann mit 20 rum. Wir sind jetzt gerade mal Fahrerstufe 10. Boah, wenn dieser Wagen nicht noch... Toll, wenn man das jetzt schon so knapp, beziehungsweise eigentlich ja gar nicht schafft. Ah, oh, lol. Okay, fortfahren. Gucken wir mal über das GPS-System. Ah, hier ist noch ein Sprintrennen. Also machen wir das doch mal. Lalalalalala, Ladescreen. Oh, ich will auch diese White-Body-Karosserie haben. Ich wollte gerade angemerkt haben, ich sehe nichts, meine lieben Typen hier. Oh, Nissan GT-R. Ist der nicht sogar entweder Stufe 1 oder auch Stufe 2? Ich weiß es gerade nicht, ehrlich gesagt. Warum bin ich jetzt in den reingefahren? Ach, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ha! Die haben sich da alle ein bisschen verhaspelt. Soll mir recht sein, ehrlich gesagt. Nö, du biegst es einfach nicht ab, wenn ich das nicht möchte. Also er hat ja abgebogen, ist ja abgebogen, aber egal. Ich glaube, dieser Untergrund hier ist nicht ganz für den Audi gemacht. Aber eigentlich auch nicht für die anderen Wagen. Aber der Typ kommt ja irgendwie ganz gut mit da hinter mir. Das ist bestimmt dieser blöde Scheiß Porsche. Yeah! Ich halte mich tapfer vor dem Porsche. Mal gucken, wie lange das denn noch der Fall ist. Alter. Könnte man das als knapp bezeichnen? Ich weiß es nicht. Ich denke doch mal. Nein, 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 nein,
muss vorne bleiben. Ich habe nämlich keinen Bock, jetzt hier 8 Jahre vorne gewesen zu sein und dann wie immer am Ende überholt zu werden von denen, so wie das gerade beinahe passiert wäre. Jo. Ich hasse diese Kurven. Komm schon. Verdammt. Habe ich aufgepasst. Oh, scheiße. Oh, okay, da ist er jetzt. Okay. Event beenden, das bringt so nix. Okay, ich versuche mal, gucken wir mal, ob ich mir irgendeinen Wagen kaufen kann. Shop. Ich denke mal, ein Europäer wird es werden. 160.000 haben wir. Oh, ein Audi S5. Oh mein Gott. Schickes Auto. Die hier, ich weiß nicht. Naja, die will ich irgendwie nicht. Alter, sind die teuer. Was kostet der Lamborghini? Ach, okay, ich sag nichts mehr. Achso, das ist der 190.000. Dafür muss ich aber noch so viel sparen. Ist ja voll für den Arsch. Und ich kann diese Dinger ja auf dein Verderb nicht verkaufen. Ich finde das so lächerlich. Toll, das heißt, ich muss auf jeden Fall noch Rennen fahren. Es bleibt mir ja gar nichts anderes übrig. Peak Rich. Nein, den möchte ich nicht fahren. Oh nee, da oben ist schon wieder ein Master Event. Ich werde es mal probieren, auch wenn ich dieses Mal wirklich pessimistisch rangehen werde. Was heißt rangehen werde? Gerade pessimistisch bin, aber egal. Vor allem genau Corvette, aber immerhin kein Lamborghini. Wow. Ich finde das so lächerlich, warum der, dass der so langsam um die Kurven kommt. Da kann ich auch gleich mit dem Rollator durch die Gegend fahren. Arschloch. Mano, ist das assi. La 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 la. So, fahrt ihr mal schön da lang. What the fuck? Er hat's aber eilig. Ja, habe ich wieder sauber gemacht. Ha! Da, da, da. Ich finde das so heftig, wieso, dass ich so viel Geschwindigkeit in den Kurven verliere. Alter. Die fahren einfach an mir vorbei. Da kann ich mich hundertprozentig auch wieder 8 Jahre dran setzen, bis ich endlich mal wieder was hinkriege.
Aber ich gehe davon aus, dass ich das Event hier machen muss. Sonst würde es kein Master-Event sein. Yeah, kann es nicht hier einfach das Ziel sein? Aber ich kann mich auch einfach nicht absetzen von denen. Nein! Arschloch. Okay, nochmal neu. Ich hab ja Zeit. Mal schauen, ob ich das jetzt vielleicht hinkriege. Ja, glaube ich eher nicht, wenn ich schon langsamer um die Kurve komme als nochmal mit ihrem Rollator. Ach, verpiss dich doch von mir, Mann. Vor allem das Nitro bringt zu viel. Ich finde das richtig krass. Die überholen mich im Schlaf. Toll, an manchen Stellen überhole ich die einfach ganz locker. Und hier zum Beispiel an solchen Stellen oder holen die mich einfach wieder ein. Mann. Fahren wir mal wieder hier lang. Ich glaube, normalerweise fährt man aber noch unter diesen Bagger durch. Quasi da an der Schaufel. Also rechts unter der Schaufel durch. Hm. Ja. Hä? Alter! Oh, wieso fährt er denn so langsam? Man braucht die Gegner nur zu berühren. Auf einmal sind die wie ein Bleifuß auf.